Ja, abschließend wollen wir jetzt unseren Existenz- und Eindeutigkeitssatz beweisen. Und dazu habe ich Ihnen alles, was wir dazu brauchen und was wir gerade bewiesen haben, hier nochmal zusammengestellt. Zunächst mal hatten wir definiert den Raum H1 als den Raum der schwach differenzierbaren Funktionen auf dem Intervall AB, hatten ein vernünftiges Skalarprodukt darauf definiert und hatten gezeigt, bezüglich dieses Skalarprodukts ist dieser Raum vollständig. Dann hatten wir gezeigt, mithilfe der Sobolewschen Ungleichung, wenn f eine H1-Funktion ist, also schwach differenzierbar ist, dann ist f auch stetig. Und das hat uns die Begründung dafür gegeben, dass wir unseren Raum x definieren konnten als den Raum aller schwach differenzierbaren Funktionen auf dem Intervall AB mit der Eigenschaft, dass v von a gleich 0 ist. Und diesen Raum x, den werden wir gleich benutzen, genauso wie wir in der letzten Vorlesung den Raum x der C1-Funktionen benutzt haben. Und natürlich benutzen wir den jetzt hier mit dem Skalarprodukt, das ist ja ein Teilraum von H1, mit dem Skalarprodukt von H1. Okay, und damit ist natürlich auch dieser Raum x wieder vollständig. Und wir hatten schon bereits gezeigt, in diesem Raum x gilt die Poincaré-Ungleichung. Das heißt, es gibt eine Konstante c, sodass für v-Element x gilt, dass die L2-Norm von v kleiner gleich einer Konstante mal der L2-Norm von v' ist. Okay, hier habe ich Ihnen die alten Definitionen, die wir hatten für dieses Bilinearprodukt B und für unser Funktional f und für unser Funktional i nochmal hingeschrieben. Das sind genau die, die wir auch beim letzten Mal definiert hatten. Natürlich hier vorne wieder mit der Eigenschaft, dass p von t größer gleich p0 größer 0 ist. Das werden wir gleich benutzen. Und auch, dass q von t größer gleich 0 ist. Wir werden auch benutzen, dass p differenzierbar ist und dass q stetig ist. Und jetzt suchen wir natürlich unsere schwache Lösung, das heißt unsere Lösung der Variationsgleichung, nicht mehr in C1, also in unserem alten x, sondern wir suchen die Lösung jetzt in unserem neuen x. Das heißt, unsere neue Variationsgleichung lautet jetzt: Suche ein U, sodass b von u, v gleich f von v ist für alle v Element x und Ausrufezeichen deshalb, weil es jetzt eigentlich ein anderes x ist als beim letzten Mal. Und äquivalent dazu suche ein Minimum, suche eine Stelle, wo dieses Funktional i, das wir hier definiert haben, sein Minimum annimmt. Für den Existenz- und Eindeutigkeitssatz wollen wir zeigen, dass dieses Minimum tatsächlich existiert und angenommen wird. Und das heißt also, dieses Problem hier vorne hat eine Lösung, damit hat das Variationsproblem eine Lösung und damit hat unser Randwertproblem, mit dem wir irgendwann mal angefangen haben, tatsächlich eine schwache Lösung. Okay, wir wollen das in mehreren Schritten machen. Und zunächst mal wollen wir mal bemerken, dass b von u, v mit u und v aus, ups, das fängt schon gut an, mit u und v aus x ist ein Skalarprodukt. Warum ist das so? Naja, gucken wir uns das b mal an, das da oben steht. Naja, also das ist so ein Integral über u' mal v'. Sie sehen sofort, das Ganze ist bilinear. Da sind sofort alle Voraussetzungen des Skalarprodukts erfüllt, bis auf eine. Nämlich, man hätte gerne, dass das b von v, gleich 0 ist, genau dann, wenn v gleich 0 ist. Das heißt also, wenn gilt 0 gleich, na, b von v, wenn das ein Skalarprodukt ist, dann definiert das natürlich auch eine Norm. Das heißt also, das definiere ich mir mal, ups, das definiere ich mir mal als die b-Norm von v zum Quadrat. Wenn das 0 ist, das soll äquivalent dazu sein, dass v gleich 0 ist. Und das wollen wir mal eben kurz zeigen. Und zwar nehmen wir mal an, tatsächlich die B-Norm von V ist 0. Und dann schauen wir uns das hier oben mal an, wie das B definiert ist. Das B von V, naja, dann hier steht ein V' von T zum Quadrat, hier steht ein V von T zum Quadrat, das Q ist größer gleich 0. Also ist das hier bestimmt größer gleich in einem Integral P von T mal V' von T zum Quadrat. Und das p von t ist größer gleich p0, also ist das hier bestimmt größer gleich p0 mal die Norm von v'
L2-Norm zum Quadrat. Okay, jetzt hatten wir aber die Poincaré-Ungleichung für unsere Funktionen aus x und die sagte gerade, naja, also die Norm, die 2-Norm von v' zum Quadrat ist größer gleich 1 durch c mal die Norm von v zum Quadrat. Ja, das heißt, das ist größer gleich p0 durch c mal die Norm von v, L2-Norm zum Quadrat. Okay, wenn das größer ist, kann natürlich nur sein, dass das 0 ist. Das heißt, hier raus für euch sofort, dass v ist gleich 0 und damit ist tatsächlich dies B ein vernünftiges Skalarprodukt. Über diese Norm wollen wir noch ein bisschen mehr zeigen. Und zwar schauen wir uns mal an, für ein v aus x, schauen wir uns an die B-Norm von v zum Quadrat. Und gehen wir wieder hier oben rein. Können wir das hier, was hier steht, irgendwie nach oben abschätzen? Naja, also wir können es mit Sicherheit abschätzen. Das p von t hier vorne können wir mit Sicherheit abschätzen durch sein Maximum. Das heißt, wir können das p von t hier vorne abschätzen durch die Supremumsnorm von p. Und wir können auch das q hier vorne abschätzen durch die Supremumsnorm von q. Das geht beides, weil wir beide als stetig vorausgesetzt haben. Und dann bleibt hier vorne stehen. Dann bleibt hier stehen das Integral über v' von t zum Quadrat und hier das Integral über v von t zum Quadrat. Das heißt also, wir können mit Sicherheit sagen, die B-Norm von v zum Quadrat ist kleiner gleich der unendlich Norm von p mal die L2-Norm von v' zum Quadrat plus die unendlich Norm von q mal die Norm von v zum Quadrat. Okay, und wenn wir wollen, dann können wir sagen, naja, das ist bestimmt kleiner gleich dem Maximum von der unendlich Norm von p und unendlich Norm von q mal die Norm von v' zum Quadrat plus die Norm von v zum Quadrat. Ja, und das hier ist nichts anderes als die H1-Norm zum Quadrat. Mit anderen Worten, die B-Norm ist kleiner gleich einer Konstante mal die H1-Norm. Okay, gut. Wie sieht es umgekehrt aus? Schauen wir uns mal die H1-Norm an. Wieder für ein v aus x. Naja, das ist ja definiert, habe ich gerade jetzt schon stehen. Das ist einfach die 2-Norm von v zum Quadrat plus die 2-Norm von v' zum Quadrat. Ja, und wieder mit Poincaré, wie war das noch? Gehen wir nochmal eben kurz hoch. Die Norm von v, wo habe ich Poincaré? Da habe ich ihn stehen. Die 2-Norm von v ist kleiner gleich einer Konstante mal die 2-Norm von v'. Das heißt also, das ist kleiner gleich c plus 1 mal die Norm von v', L2-Norm zum Quadrat. Ja, und jetzt hatten wir aber hier vorne schon stehen, da oben, die L2-Norm von v' zum Quadrat ist kleiner gleich 1 durch p0 mal die B-Norm von v zum Quadrat. Das heißt, das ist kleiner gleich c plus 1 geteilt durch p0 mal die L2-Norm von v, mal die B-Norm von v zum Quadrat. Ja, und nochmal gucken, wo stand das? Da oben. Ja. Die Norm von v', L2-Norm zum Quadrat ist kleiner gleich 1 durch p0 mal die B-Norm von v zum Quadrat. Das heißt, einerseits können wir die B-Norm abschätzen durch eine Konstante mal die H1-Norm und wir können auch die H1-Norm abschätzen durch eine Konstante mal die B-Norm. Ja, das heißt also insbesondere die beiden Normen sind äquivalent und das heißt insbesondere, wenn wir Konvergenz haben bezüglich der einen Norm, dann haben wir automatisch auch Konvergenz bezüglich der anderen Norm und das bedeutet insbesondere, also erstmal die beiden Normen sind äquivalent. Naja, und x war vollständig bezüglich der H1-Norm.
Also x war vollständig bezüglich der H1-Norm, aber wenn der Konvergenzbegriff genau derselbe ist, dann bedeutet das auch, x ist vollständig bezüglich der B-Norm. Als nächstes wollen wir zeigen, dass I von V ist nach unten beschränkt. Ja, und dazu schauen wir uns das I von V nochmal an. Das I von V war gleich, ich schaue mal richtig hin, 1/2 B von V, V minus F von V. Ja, und das können wir schreiben als 1/2 mal die B-Norm von V minus das Integral von A bis B, F von T, V von T, dt. Okay, zunächst mal die B-Norm von V. Na, da haben wir vorhin gesagt, wo haben wir das? Die B-Norm von V war größer gleich P0 mal die Norm von V'. Mal gucken, kann ich Ihnen das anmarkern? Jawohl, hier oben. Die B-Norm von V war größer gleich P0 mal die Norm von V', L2-Norm zum Quadrat, und das setzen wir hier vorne wieder ein. Das ist also größer gleich 1/2, P0 halbe mal die L2-Norm von V' zum Quadrat. Zum Quadrat, das habe ich gerade vergessen. So, hier vorne Integral a bis b, f von t, v von t, dt, da setzen wir wieder Cauchy-Schwarz ein. Das heißt, der Betrag davon ist kleiner gleich die Norm von die L2-Norm von f mal die L2-Norm von v. Das heißt, das, was da steht, ist bestimmt größer gleich dem, was da steht, minus die L2-Norm von f zum Quadrat. Gar nicht wahr. Da oben fehlt ein Quadrat. So, hier fehlt jetzt kein Quadrat. Mal die L2-Norm von F mal die L2-Norm von V. So, ja, Cauchy-Schwarz hat kein Quadrat. Genau. Okay, gut. Diese Funktion, die jetzt hier steht, für die, da setzen wir jetzt nochmal Poincaré ein. Und es gilt die Norm von V ist kleiner gleich einer Konstante mal V' in der L2-Norm. Das heißt, das ist insbesondere größer gleich P0 halbe mal die Norm von V', L2-Norm zum Quadrat, minus die Norm von F, L2-Norm mal die L2-Norm von V'. Und da steht richtig, da steht wieder kein Quadrat. Das heißt also, da steht jetzt hier vorne 1 durch Wurzel c. Ja. Denn v Quadrat war kleiner gleich einer Konstante mal v Strich. Und das heißt also, wenn ich da jetzt die Wurzel ziehe, kommt dann eine Wurzel rein. Auf die Wurzel kommt es aber gar nicht an. Uns interessiert jetzt dieser Term, der hier vorne steht. Das ist eine quadratische Funktion. In Norm V'. Okay, und das P0 halbe vorne, das ist nach Voraussetzung größer als 0. Okay, das heißt also, das, was da steht, das ist eine Parabel und die geht nach oben. Das heißt, die sieht so aus. Ja, mal gucken, wie sieht die Funktion aus. Die Funktion sieht so aus und nimmt in jedem Fall ihr Minimum an. Das heißt also, die rechte Seite ist sicherlich nach unten beschränkt. Daraus folgt, dass ihr, wenn ich einmal als I0 bezeichne, das Infimum über alle V-Element x, I von V, dann folgt, dass I0 ist größer als minus unendlich. Das ist wirklich eine Zahl, weil das Ganze nach unten beschränkt ist.
Ja, das Einzige, was uns noch zu zeigen bleibt, und wir wissen, dass i hat ein Minimum, das Minimum ist größer als minus unendlich, und das Einzige, was uns noch zu zeigen bleibt, ist, dieses Minimum und dieses Infimum wird tatsächlich angenommen, und das wollen wir jetzt als Drittes zeigen. Das Infimum, schreibe ich mal hier, i0 wird angenommen. Das heißt, es gibt ein V in X mit der Eigenschaft, dass I von V gleich I0 ist. Okay, an dieser Stelle können wir jetzt wirklich mal Gebrauch davon machen, dass wir einen euklidischen bzw. Hilbertraum haben. Und Sie haben vermutlich irgendwann in der linearen Algebra für diese Räume mal kennengelernt, die sogenannte Parallelogrammgleichung. Ein ganz einfaches Ding. Das heißt, in solchen Räumen gilt die Norm von U minus V, zwei Normen zum Quadrat, jetzt schreiben wir nicht zwei Normen, weil wir hier die X-Norm haben, U minus V zum Quadrat plus die Norm von U plus V zum Quadrat ist nichts anderes als zweimal die Norm von U zum Quadrat plus zweimal die Norm von V zum Quadrat. Das Ding heißt Parallelogrammgleichung. Und der Beweis ist natürlich trivial. Ja, also wenn Sie U minus V zum Quadrat hinschreiben mit dem Skalarprodukt, dann steht da einmal Norm U Quadrat plus Norm V Quadrat minus zweimal das Skalarprodukt von U und V. Beim zweiten Teil hier vorne steht plus zweimal das Skalarprodukt von U und V. Das heißt, das geht raus und alles, was überbleibt, ist hier vorne die rechte Seite. Und diese einfache Gleichung, die wollen wir jetzt nutzen. Und der Trick, den man macht, um zu zeigen, dass so ein Minimum tatsächlich und sein Infimum tatsächlich angenommen wird, ist eigentlich immer derselbe. Und wenn Sie ganz viel Glück haben, dann haben Sie sowas tatsächlich in der linearen Algebra auch schon mal gesehen. Und wenn ja, ist es genau derselbe Trick. Okay, gut. Also wir haben I0 definiert das Infimum über alle V-Element xi von V. Naja, wenn es das Infimum ist, dann heißt das, dass ich mit I von mit Elementen aus X dieses I0 beliebig nah erreichen kann. Ja, also ich komme beliebig nah dran an I0 mit solchen I von V. Mit anderen Worten, es gibt eine Folge Vn Element X, sodass I von Vn konvergiert gegen I0. Ja, wenn das Infimum ist, dann komme ich beliebig nah dran. Okay, ich möchte zeigen, Vn ist Cauchy-Folge. In X. Und wenn ich das zeigen kann, naja, dann heißt das, dass Vn konvergiert gegen ein V, denn X ist vollständig. Und naja, I ist stetig, das heißt also, wenn Vn gegen V konvergiert, dann konvergiert I von Vn. Vn ist Cauchy-Folge, daraus würde folgen, dass Vn konvergiert gegen V. Und da I stetig ist, gilt dann natürlich auch I von Vn konvergiert gegen I von V. Wir wissen aber schon, dass I von V konvergiert gegen I0 und dann würde sofort folgen, dass I von V gleich I0. Ja, das heißt also, wenn ich zeigen kann, das ist eine Cauchy-Folge, dann bin ich sofort fertig. Okay, und dahinter steckt natürlich die Vollständigkeit von unserem Raum X. Okay, wir wollen das, was wir vorhin hingeschrieben haben, nämlich diese ganzen Äquivalenzumformungen für diese Norm B, die wollen wir jetzt mal ausnutzen. Und zwar gehen wir mal hin, wir wussten, dass die H1-Norm äquivalent ist zur B-Norm. Und ich habe den Faktor sogar ausgerechnet und ich schreibe den jetzt einfach nochmal hin. P0 geteilt durch 1 plus C war das, glaube ich, habe ich da unten ein C Quadrat gemacht. Ich habe hier zwischendurch in meiner Vorschrift mal die Bedeutung geändert. Ja, da vorne haben wir es stehen. Ja? Also die H1-Norm
ups, wo ist mein Zeiger? Da. Die H1-Norm von V ist kleiner gleich C plus 1 durch P0 mal die, zum Quadrat, ist kleiner gleich C plus 1 durch P0 mal die B-Norm von V zum Quadrat. Und damit ich jetzt gleich nicht die ganze Zeit über diesen Faktor mitschleppen muss, schreibe ich den auf die linke Seite und dann steht da P0 durch C plus 1 mal diese H1-Norm zum Quadrat ist kleiner gleich die B-Norm von V zum Quadrat. Und genau das nutze ich jetzt aus. Ja, das ist jetzt genau das, was da steht. Das ist kleiner gleich die B-Norm von Vn minus Vm. B-Norm zum Quadrat. Okay, jetzt schreibe ich meine Parallelogrammgleichung hin. Und das heißt, das ist dasselbe wie 2 mal die Norm von Vn. B-Norm zum Quadrat. Plus 2 mal die Norm von Vm. B-Norm zum Quadrat minus die Norm von Vn plus Vm. B-Norm zum Quadrat. Okay, ich muss jetzt irgendwie mein I ins Spiel bringen. Und da erinnere ich Sie nochmal, wie sah das I aus? Irgendwo das stehen. Da. Unser I von V war gleich 1/2 mal die B-Norm von V zum Quadrat minus das Integral A bis B f von t V von t zum Quadrat dt und das wird das F von V. Okay, gut. Das ist gar nicht schlecht, denn hier vorne diese B-Norm von V zum Quadrat, die steht hier vorne schon mal. Das heißt also, ich sorge mal dafür, dass da vorne jetzt das I steht. Und da ziehe ich erstmal eine 4 hier vorne raus und dann bleibt da über ein 1/2 mal die B-Norm von Vn zum Quadrat. Und da ziehe ich jetzt einfach mal das F von Vn ab. Muss ich natürlich nachher irgendwann mal wieder gut machen. Ja, aber das, wenn ich das jetzt so mache, dann sehen Sie schon, naja, hier vorne steht das I von Vn, das sieht gut aus. Dasselbe mache ich mit dem Vm auch und dann habe ich also ein plus 4 mal 1/2 die Norm von Vm, B-Norm zum Quadrat minus F von Vm. Und genau sowas möchte ich da vorne auch machen und dann hätte ich hier ein Minus. Ja, damit ich jetzt, ich möchte hier so ein, nicht das Ganze machen mit Vn plus Vm, so wie es da steht, sondern ich möchte es mal einfach machen mit Vn plus Vm durch 2. B-Norm zum Quadrat, B-Norm zum Quadrat. Und damit ich dann wieder auf das I komme, brauche ich hier vorne ein 1/2. Und jetzt habe ich hier vorne Viertel, also 2 zum Quadrat gibt 4 und dann noch ein 8. Das heißt also, ich müsste das 8 mal abziehen, um auf denselben Term zu kommen wie hier oben. Ja, und natürlich müsste ich dann hier vorne wieder abziehen, das F von ja, Vn plus Vm durch 2. Jetzt habe ich da vorne so mutig ein Gleichheitszeichen hingeschrieben. Wo habe ich es hingeschrieben? Da habe ich so mutig ein Gleichheitszeichen hingeschrieben, aber ich habe jetzt hier alle möglichen Terme addiert auf der rechten Seite. Wie sieht es denn mit denen aus? Naja, also hier oben habe ich ein minus 4 mal f von Vn, hier habe ich ein plus 4 mal, nochmal ein minus 4 mal f von Vm. Ja, und ich habe aber hier so ein 8 mal f von Vn plus Vm durch 2. Naja, das f ist linear. Ja? Das heißt also, dieses 8 mal f von Vn durch 2, das gibt ein 4 mal f von Vn, das geht gerade gegen dieses hier oben raus. Das andere geht auch dagegen raus. Das heißt also, die Terme, die ich da hingeschrieben habe, die addieren sich tatsächlich zu 0. Ja, und da geht natürlich ein, dass das Groß F linear ist. Okay, gut. Was kann ich jetzt auf jeden Fall mal sagen? Naja, auf jeden Fall mal gilt, dass dieses 8, minus 8 Vn und so weiter, das hier unten steht, ups, da wollte ich eigentlich jetzt eine große Klammer machen. Das schaue ich mir mal an. Achso, vielleicht sollte ich erstmal jetzt, warum habe ich das Ganze denn gemacht? Ich habe das Ganze gemacht, um jetzt I's daraus zu machen. Ja? Und das hier, das heißt, das ist dasselbe, das, was da steht, ist jetzt genau dasselbe wie 4 mal I von Vn
minus 4 mal, plus 4 mal i von vm. Und dann haben wir noch ein minus 8 mal i von vn plus vm durch 2. So, gucken wir uns die Terme mal an. Naja, das i von vn, das sieht nicht schlecht aus, ja, denn ich weiß, für n gegen unendlich geht das hier vorne gegen i0. Okay, da weiß ich, was das macht. Das i mal vm hier vorne, okay, das geht auch gegen i0. Das heißt, diese Terme gehen vermutlich beide gegen i0. Ein bisschen Kopfzerbrechen macht mir dieses vn plus vm durch 2 hier vorne. Aber auf jeden Fall weiß ich mal, dass i von vn plus vm durch 2, das i nimmt ja sein Minimum an in i0. Also ist das 8i hier vorne, 8i mal i vn plus vm durch 2, ist auf jeden Fall mal größer gleich 8 mal i0. Und wegen dem Minuszeichen hier vorne ist das hier auf jeden Fall mal kleiner gleich 8 mal i0. Okay, gut, jetzt gucken wir mal an, was das Ganze macht mit n gegen unendlich. Ja, für n gegen unendlich ist das also kleiner, also erstmal, ja, vielleicht sollte ich das einfach mal hinschreiben. Das ist also kleiner gleich 4 mal i von vn plus 4 mal i von vm minus 8 mal i0. Okay, so, was macht das Ganze jetzt für n gegen unendlich? Ja, wir hatten vorausgesetzt, i von vn konvergiert gegen i0. Das heißt also, es konvergiert gegen 4 mal i0 plus 4 mal i0 minus 8 mal i0. Das heißt, das Ganze konvergiert gegen 0. Okay, mit anderen Worten, vn minus vm in der H1-Norm konvergiert gegen 0. Okay, sehr schön. Wenn das der Fall ist, dann gilt natürlich, vn ist eine Cauchy-Folge. In x und damit natürlich auch in H1. X war vollständig, das heißt also, vn konvergiert. Ja, und damit, wie schon oben gezeigt, i von v, also i von v ist gleich i0. Oder mit anderen Worten, i nimmt sein Minimum in v an. Und das bedeutet, die Variationsgleichung ist lösbar. Und das heißt, zumindest in einem schwachen Sinne, ist auch unser Randwertproblem tatsächlich lösbar. Also eben, ich schreibe mal hier im variationellen Sinn. Ja, es könnte natürlich noch sein, dass diese Funktion gar nicht differenzierbar ist, gar nicht klassisch differenzierbar ist und dann macht das Randwertproblem nicht so viel Sinn. Okay, und damit haben wir jetzt mit relativ viel Aufwand gezeigt, dass unser Randwertproblem überhaupt eine Lösung hat. Und ich habe das vor allen Dingen auch deshalb gemacht, um Ihnen zu zeigen, dass diese Behandlung von Randwertproblemen sich komplett unterscheidet von der Behandlung von Anfangswertproblemen. Bei Anfangswertproblemen haben wir den Satz von Picard-Lindelöf, der uns sofort eine eindeutige Lösbarkeit garantiert. Das ist relativ einfach. Ja? Also da konnten wir alles sofort hinschreiben. Hier müssen wir doch eine relativ große Theorie holen, um überhaupt nur mal zu zeigen, dass einfache Randwertprobleme wirklich tatsächlich eine Lösung haben. Das Schöne ist, dass uns das, was wir jetzt hier gemacht haben, tatsächlich einen neuen, völlig neuen Blick auf solche gewöhnlichen Differentialgleichungen liefert und dass wir mit Hilfe dieser Variationsprobleme jetzt auch einen neuen Blick auf Diskretisierung bekommen und dass wir das wirklich auch einsetzen können, um mit dem Rechner wirklich auch Probleme zu lösen und auch analytisch zu untersuchen. Ja, also die einfache Möglichkeit wäre natürlich gewesen, wir diskretisieren einfach durch, wie wir es bei den Anfangswertproblemen auch gemacht haben und scheren uns nicht darum, ob die Dinger überhaupt eine Lösung haben.
das ist jetzt hier eine solide Theorie und auf der können wir aufbauen und tatsächlich auch numerische Methoden definieren.